Guten Tag, mein Name ist Jürgen Kuschel, ich bin Professor für Physikalische Geodäsie an der Universität Bonn. Aber was verbirgt sich jetzt hinter der physikalischen Geodäsie? Denken Sie mal an Satelliten. Satelliten sind heute ein wichtiges Hilfsmittel in der Technik und Kommunikation und Ihr Smartphone beispielsweise, Ihr Navi im Auto weiß, wo es sich befindet, weil es jederzeit Kontakt zu vielen GPS-Satelliten im Weltraum halten kann. Und wir hier in der physikalischen Geodäsie beschäftigen uns damit, wie man Messungen von Satelliten aus verwenden kann, um etwas über die Erde zu lernen, über die Erde als Ganzes. Also denken wir beispielsweise an den Klimawandel. Nur vom Satelliten aus dem Weltraum, kann man zu jeder Zeit den Ozean als Ganzes im Blick behalten und sehen, wie der Meeresspiegel ansteigt. Oder wie der Wasserkreislauf sich verändert, die Atmosphäre sich verändert, wie die Erde vielleicht im Weltraum rotiert. Oder auch, wie sich die Erde deformiert. Hallo, ich bin Alisa und ich beschäftige mich mit den Veränderungen des Meeresspiegels. Wie man sieht, sind die Veränderungen nicht überall gleich. Jedoch gibt es seit Jahren schon einen steigenden Trend. Die Änderungen setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen, darunter Eisschmelze und wärmebedingte Ausdehnung des Wassers. Die Daten dafür werden unter anderem von Satelliten erfasst. Eine der Satellitentechniken dabei ist die Radaraltimetrie. Dabei wird die Höhe von Ozeanen aufgezeichnet und das alle 10 bis 30 Tage. Hi, ich bin Helena und bei mir geht es um den globalen Wasserkreislauf. Beispielsweise für Grundwasser ist es besonders schwer, Messungen auf der Erde zu bekommen, da die Station unregelmäßig verteilt und die Daten teils schwer zu beschaffen sind. Abhilfe leistet hier die Satellitenmission GRACE, die in der Lage ist, Massenverteilung auf der Erde zu messen. Unter diesen Massen haben wir auch den gesamten Wasserspeicher, bestehend aus Oberflächengewässer, Grundwasser, Bodenfeuchte, Schnee und Eis. Mit diesen Messungen kann man nun verschiedene Prozesse auf der Erde beobachten, wie in meinem Fall für die Detektion von hydrologischen Dürren. Hey, ich bin Armin. Ich beschäftige mich mit der Modellierung der Atmosphäre und der Interaktion von Satelliten mit dieser. Die Dichte der Atmosphäre nimmt zu, je näher man der Erde kommt. Dabei wird der Luftwiderstand größer, die Satelliten werden stärker abgebremst und sinken ab. Bei ungefähr 80 Kilometer Höhe verglühen Satelliten. Um vorhersagen zu können, wann und wo Satelliten abstürzen, muss man die Dichte der Atmosphäre sehr genau kennen. Ich forsche daher an hochpräzisen Modellen der Atmosphäre. Dabei spielt auch Weltraumwetter eine wichtige Rolle. Bei uns hören Sie also Vorlesungen, wie man Satellitenbahnen berechnet, wie man Messungen auswertet, wie Messgeräte funktionieren und vielleicht auch, wie man eine Satellitenmission plant. Und natürlich, Sie hören viele Veranstaltungen über die Erde und wie man sie mathematisch beschreibt, ihre Form und ihre Bewegung im Raum und Prozesse auf der Erde. Wir schließen also an bei der Physik, der Mathematik und der Geografie. Und bei diesen Fächern holen wir sie auch beim Schulstoff ab. Natürlich, bevor Sie dann eine Satellitenbahn berechnen müssen, werden Sie auch bei uns noch Vorlesungen in der Mathematik hören. Ich fasse es mal so zusammen, Sie können bei uns das machen, wo Sie jetzt vielleicht denken, das machen Raumfahrtingenieure oder Physiker. Oder eben, wenn Sie an der Geografie interessiert sind, aber auch ein bisschen an der Mathematik, dann können Sie das hier kombinieren in der physikalischen Geodäsie.